Was geht ab, meine Z-Fighter Hose hier, und heute sind die Dragon Ball Classic Charaktere erschienen. Wir gucken uns erstmal dementsprechend alle Informationen und Details zu den neuesten Dragon Ball Classic Charakteren an. Natürlich auch zum Banner und zu dem neuesten Dokkan Festival Kid Goku. Sind wirklich meiner Meinung nach einzigartige Charaktere, deswegen gucken wir erstmal darauf, was sie drauf haben. Danach im Anschluss haben wir zwei nette Mutlisam-Freunde im neuesten Banner, gucken wir, was da abgeht. Und deswegen würde ich sagen, verlieren wir nicht viel Zeit und legen mit den Infos und Details zu den Charakteren los. Ihr seht aber auch schon eine Sache aus vorweg, die Terra-Version von dem Free-to-Play Argel Goku habe ich hier auf dem Homescreen. Warum? Ab heute kann man ihn auf der japanischen Version zu der LR-Version Awaken. Wie? Ganz easy, Freunde, in dem neuesten Event hier auf Stage 3 droppen die Medaillen. 50 Stück braucht ihr, um ihn von der Terra-Version auf die LR-Version zu awaken. Dann wird er zu LR Kid Goku, sag ich mal, und Arale. Und was er drauf hat oder was sie drauf haben, gucken wir uns gleich an. Vergisst aber nicht, die Dragon Ball Seekers Kategorie erhöhen hier die Drop Rate. Heißt, wenn ihr ein Team aus den Dragon Ball Seekers Charakteren bauen könnt, nimmt das auf jeden Fall und geht somit in das Event, damit ihr eine erhöhte Drop Rate der Items hat. So, ihr seht die neuen Charaktere, Freunde. Fangen wir von oben nach unten an. Und zwar haben wir hier, wie gesagt, LR Kid Goku und Arale. 50 aus den neuen Medaillen braucht ihr, um sie zu awaken. Leader Skill. Den Dragon Ball Seekers Charakteren geben sie Ki plus 3 auf HP Attack und F 77%. Mit der Super Attack, mit der ersten an der Stelle, machen sie hier Colossal Damage und sealen den Gegner. Mit der 18 Ki erhöht er seine Verteidigung hier stark für eine Runde und macht Mega Colossal Damage. So viel zu der Version. Die Passive sieht dann folgendermaßen aus, Freunde. Mit der Passive tun sie zufällig eigenen Typus und eine zufällige Anzahl an Orbs, beispielsweise nehmen wir einfach die Strength Orbs, in Rainbow Orbs ändern. Ist wie gesagt eine zufällige Anzahl und zufälliger Typus, indem sie in die Runde reinkommen, in Rainbow Orbs, und pro Rainbow Orb, den sie dann einsammeln, bekommen sie auf den Angriff 30% und Ki plus 2 für jeden Rainbow Orb. Wie gesagt, 30% pro Rainbow Orb ist auf jeden Fall gut, Ki plus 2 auch, denn es ist ein LR im Endeffekt noch. Und da er selbstständig für Rainbow Orbs sorgt und diese dann einsammelt, unterschätze nicht, wird er als Free-to-Play-Charakter wirklich guten Schaden machen. Zudem hat er eine Damage Reduction von 30%, wenn er im allerersten Slot ist, also ganz links gestellt wird. By the way, die ganzen Übersetzungen sind von Goresh. Ich habe es mir auf Twitter retweetet, aber ich werde auch die Beschreibung seines Twitter-Kanals in die Beschreibung setzen. Den Link seines Twitter-Kanals in die Beschreibung setzen, so ist richtig gesagt, denn er macht wirklich einen sehr, sehr guten Job auf dem Reddit, auch Dokkan-Reddit. Er ist quasi der, der alles übersetzt, und seine Übersetzungen sind wirklich on point. Also Shoutout wirklich an Goresh für die sehr gute Leistung. Links hier haben wir Penguin Village Adventure, The Innocence Infighter, Guidance of the Dragon Balls, The Incredible Adventure, Shattering Limit, Legendary Power. Kategorien sind sie vertreten in der neuen Teenie-Kategorie, sage ich mal. Juveniles wird es übersetzt. Aber beziehungsweise heißt auf Englisch, ich nenne es einfach mal die Teenie-Kategorie, oder manche übersetzen auch Boys and Girls. Movie Heroes ist da drin, Dragon Ball Seekers, Joint Forces und in der nochmals neuen Kategorie, heute kamen zwei neue Kategorien zu, Freunde, zum einen diese Boys and Girls und die Dragon Ball Saga. Finde ich cool, kann man auf jeden Fall viel mit anfangen, vor allem in einem Dragon Ball Seekers Kategorie-Team kann ich mir sie sehr gut vorstellen, um ehrlich zu sein. Dann haben wir, Freunde, einen Sumble SR Piccolo. Das ist der quasi der ältere Piccolo. Und wenn man ihn awakt, wird er mit 35 Medaillen aus dem neuen Kid Goku Event, das Dokkan werden wir auch noch die Tage machen, dann wird er zu Demon King Piccolo. Heißt, er hat zum einen einen anderen Namen. Heißt, man kann beide zusammenspielen. Aber zum anderen, was hat dieser dann drauf? Das gucken wir uns mal hier an der Stelle an. Nämlich der Demon King Piccolo gibt durch sein Leader Skill der Dragon Ball Saga Kategorie Ki plus 3 HP Attack und F 120% oder Extreme Strength Charakteren Ki plus 3 HP Attack und F 90%. Mit der Super Attack erhöht er seinen, beziehungsweise, nee, falsch gesagt, mit der Super Attack, richtig gesagt jetzt, macht er zum einen Supreme Damage und verringert greatly den Angriff des Gegners. Das ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen an der Stelle. Die Passive ist folgendermaßen: er hat 100% auf die Verteidigung, hat er immer, und bekommt ab Anbeginn des Kampfes für 5 Runden Ki plus 3 auf den Angriff 200%. Der Kampf fängt an, für 5 Runden hat er diesen Ki plus 3 200% Boost, und nach 6 Runden jedoch hat er dann quasi Ki plus 2 und 120% auf den Angriff. Das finde ich einzigartig, um ehrlich zu sein. Bis die ersten 5 Runden hat er Ki plus 3, 200% auf den Angriff. Das ist wirklich nice. Und danach ist es nicht so, dass er dann nichts mehr hat, sondern er bekommt danach noch Ki plus 2, Attack plus 120%. So vom Sinn her
finde ich das, das ist so eine Kaioken, das ist für mich so eine Kaioken-Paste für Kaioken-Charaktere. Finde ich cool, könnt mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Links gerade hier, Thirst for Conquest, Demon, Strength and Unity, Guidance of the Dragon Balls, Nightmare Fierce Battle, in den Kategorien zu vertreten, Namekian, Resurrect Warrior und Dragon Ball Saga. Dann habt ihr es auch schon gesehen, wir haben einen neuen Muten Roshi und den, was haben die mit dem gemacht, Freunde? Zum einen gibt er auch durch den Niederskill den Dragon Ball Saga Kategorie, beziehungsweise den Dragon Ball Saga Charakteren, Ki plus 3 HP Attack mit 120% oder Super Attack Charakteren, Ki plus 3 HP Attack mit 90%. Mit der Super Attack macht er hier an der Stelle Supreme Damage und zieht den Gegner. Und die Passive ist folgendermaßen. Er hat auf seine Verteidigung immer 150%. 150% auf die Verteidigung. Die Boosts von den Charakteren hören sich zwar hoch an, aber ich denke, die Stats sind nicht allzu hoch. Das kompensiert es dann quasi. Aber er hat immer fix 150% auf die Verteidigung. Und jetzt haltet euch fest, ihr seht es schon richtig. Da steht Attack 628% ab. Er bekommt nämlich einmalig, wenn er eine Super Attack startet, bekommt er 628% auf seinen Angriff. Ja, richtig gehört. Bekommt aber minus 100% auf die Verteidigung. Und sowohl er als auch der Gegner werden garantiert gestunt mit dieser Super Attack. Das heißt, er hat quasi diese Karte. Spielt komplett auf die eine Super Attack. Mit seiner allerersten Super Attack bekommt er diesen 28% Boost, verliert aber 100% Verteidigung und stunt sowohl sich als auch den Gegner. Einmalig pro Kampf funktioniert das Ganze, Freunde. Danach hat er nur diese 150% Verteidigung. Links hier Turtle School Infighter, Supreme Warrior Brainiacs, World Tournament Champion, Incredible Adventure, Fierce Battle und in der Kategorie ist er vertreten Dragon Ball Saga. Und zu guter Letzt, was haben sie mit dem jungen Mann gemacht, Freunde? Gucken wir uns den noch am Ende an und dann springen wir rüber mit den zwei netten Multis. Den haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. By the way, für Piccolo und für Muten Roshi braucht ihr 35 Medaillen aus dem neuen Dokument von Kid Goku. Und für ihn braucht ihr 77 Medaillen. Er gibt den der Dragon Ball Saga Kategorie Ki plus 3 HP Attack mit 170% oder den Boys and Girls Kategorie oder Teenie Kategorie Ki plus 3 HP Attack mit 150%. Mit der Super Attack macht er immense Damage, hat eine Medium Chance den Gegner zu stunnen. Und jetzt haltet euch fest wegen der Passive, die ist nämlich richtig lang. Folgendermaßen, er hat immer auf den Angriff und auf die Verteidigung 77%. Je höher die HP ist, bekommt er zusätzlich dazu drauf einen Angriffboost. Das Maximum ist 59%. Je niedriger die HP ist, bekommt er einen zusätzlichen Verteidigungsboost. Maximum ist 59%. Aber in jede Runde, in der er reinkommt, bekommt er zusätzlich Ki plus 1 ohne Grenze. Bekommt immer Ki plus 1, wenn er reinkommt in die Rotation. Und er bekommt immer, wenn er in die Rotation reinkommt, jede Runde weitere 10% auf Angriff und Verteidigung. Das Maximum ist 59%. Ja, lass mich kurz atmen, denn das war noch nicht alles. Und er hat einen garantierten, macht einmalig pro Kampf einen garantierten kritischen Treffer, also crittet einmalig, wenn die HP 59 und drunter sind. Kranke Passive, krasser Charakter, er macht richtig viel Schaden, offensiv, defensiv sehr gut, aber das war noch nicht alles, denn der Boy hat auch einen Active Skill. Nämlich einmalig pro Kampf, wenn die HP 59% und drunter sind, aktiviert er sein Active Skill. Sein Active Skill sieht so geil aus zum einen und zum anderen macht es quasi Ultimate Damage. Link Skill hat der Kamehameha Guidance of the Dragon Balls, All in the Family, The Innocence, The Incredible Adventure, Turtle School, Fierce Battle in den Kategorien zu vertreten. Teenie Kategorie, Pure Saints, Goku Lineage, Dragon Ball Seekers, Low Class Warrior und Dragon Ball Saga, Freunde. So viel zu den neuen Charakteren, war vielleicht ein wenig viel. Aber deswegen haben wir uns am Ende noch die zwei netten Multis angespart, beziehungsweise die hauen wir raus. Man muss in diesem Banner nicht allzu deep gehen, die neuen Charaktere sind nett. Die Kategorie ist zwar beschränkt, aber wenn man die Charaktere hat, ist auf jeden Fall eine schöne Kategorie, kann man es auf jeden Fall spielen. Der ist random drin, Omega ist auch random drin, der ist genauso random drin. Der ist halt in der Teenie-Kategorie, kann ich verstehen. Das sind quasi die SR, die Features sind, Freunde. Ich würde eigentlich euch eher raten, zu sparen, vor allem zu gucken, was kommt am 18. wegen dem Same Day. Wir wissen zum einen, am 8. März bekommen wir auch was zu den 1500 Tagen. Oh, ich dachte gerade, Krillin featured. Und zwar, okay, nice. Sind das zum einen, wissen wir schon, 15 Stones auf jeden Fall. Ob der mehr kommt, gucken wir mal einfach, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, Freunde. Dachte auf den Gott, gut, dann könnt ihr den Ganzen auf jeden Fall like gehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Glück, falls ihr zusammen werdet, Freunde. Goku, der neue Goku, der hat eine farbenere Esse, das ist die L-Version, zum Beispiel der AGL, ist ja auch Kid Goku, könnt ihr euch holen.
Und ansonsten, die Charaktere sind sehr nice, sind wirklich einzigartige Charaktere. Aber, also ich finde sie übertrieben geil gemacht. Ich finde es geil, dass sie der Dragon Ball Classic, Dragon Ball Saga, sag ich mal, gewisse Aufmerksamkeit gegeben haben. Das ist der erste Dragon Ball Classic Dokkan-Fessel-Charakter. Und ich finde das wirklich sehr, sehr gut. Zudem, wie sie ihn gemacht haben, er ist wirklich auch richtig gut. Aber man müsste nicht unbedingt für ihn summonen jetzt, sage ich mal. Ihr könnt auch ruhig sparen. Netter GSR, Freunde. Machen wir zum Abschluss ein One Last Multi und dann wäre es das für das Video. Am Anfang gab es, wie gesagt, alle Infos und Details. Wollt ihr das auf jeden Fall abhaken. Und zum Schluss haben wir dann quasi unseren letzten Multi. Zwei Multis werde ich hier raushauen. Ich muss Alzheim gehen. Ich warte da auch eher auf jeden Fall. Was zum Saiyan Day geht, da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt. Schon wieder Krillin, aber der nimmt immer einen mit. Krillin, du sollst alleine kommen, my boy. Egal, wir gehen Instant Rainbow, Super Saiyan. Gucken wir, was hier abgeht, Freunde. Wenn wir außerhalb dem GSR ein S erziehen können, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Ich meine, es sind zwei Multis. Mehr kann ich da nicht erwarten. Ansonsten könnt ihr mich gerne wissen, was ihr von dem Kid Goku haltet. Wie findet ihr ihn? Wie findet ihr das Ganze mit ihm? Ich finde es auf jeden Fall interessant. Seine Kategorie ist, wie gesagt, ein bisschen beschränkt. Ähnliche Charaktere in beiden Kategorien, aber ja, schlecht ist sie auf gar keinen Fall. Und hier kommt bitte nicht nur ein GSR. Hey, Game! Game! Zwei Multis, ey, das waren zwei Multis. Zwei Multis, yes, ganz trocken oder was? GG. So, Freunde, kurz die Zeit zurückgedreht. Das war ja gar nichts, du. Zweimal GSR geben wir uns nicht zufrieden. Wir hauen noch einen raus, Freunde. Im Endeffekt wird da noch ein wenig übrig bleiben, aber heute Abend im Stream, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne einschalten. Da werden wir wahrscheinlich mit durch die Story, wenn es ein paar. Okay, ein Dokkan X-Stil haben wir. Sehr schön, sehr, sehr schön. Im dritten Multi. Da werden wir vielleicht auf die 8 Zones kommen und dann hauen wir noch ein Multi raus, falls ihr Bock habt. Ansonsten werden wir die Medaillen fangen für Elect Goku oder für Prime Battle Vegeta heute Abend im Stream, Freunde. Okay, das war kein Bait. Der Streamplan ist in der Beschreibung. Lasst uns doch schauen, welcher Dokkan X-Stil Charakter es sein wird zum Schluss. Naja, es sind schon ein paar Dokkan X-Stil am Start. So ist nicht. Einer davon ist Kid Goku. Einer davon ist der neue Kid Goku. Oh, wo ist der? 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 Oh mein Gott, ist es der letzte oder was? Ist es der letzte? Ja! Genau das, Alter! High Kick Gen Gesicht. Perfekt. Das war's für mich. GG, Freunde. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.